Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Weekly Chest Opening auf meinem Kanal mit eurem Brocken. Ja, wir haben es mal wieder Mittwoch und das heißt, wir dürfen wieder unsere Kiste aufmachen und gucken, ob wir guten Loot oder schlechten Loot nun bekommen. Bei meinem Main-Krieger denke ich einfach mal wieder, es wird schlechter Loot sein. Aber wie gesagt, genau kann man es natürlich erst sagen, wenn die Kiste geöffnet ist und das Ding uns in die uns mehr oder minder. Das sah gar nicht mal so verkehrt aus hier. Ja, das ist natürlich ein Brett, ne? Absolutes Brett, meine lieben Freunde. Da sagen wir nicht nein, ne? Also da sagen wir auf gar keinen Fall nein zu, ne? Das ist einfach mal geil. Das ist einfach mal wirklich, wirklich geil. Klaffende Wunde hat hier einfach nur, wie gesagt, eine Stufe. Das heißt, es gibt klaffende Wunde nicht in Stufe 1, 2 und 3, sondern es gibt sie halt einfach, umso höher die Gegenstandsstufe ist, umso mehr Schaden macht sie einfach. Hier haben wir sie natürlich auf 4,75 auf dem abgetrennten Untergreifarm. Das wäre dann die Waffe aus Boralus, wenn ich mich nämlich nicht irre. Da können wir dann natürlich gleich mal gucken. Da wäre dann natürlich hier einfach in dem Fall der juwelenbesetzte Heilspalter die schlechtere Wahl, die wir hier einfach hätten. Da können wir dann einfach mal gucken. Da fahren wir jetzt ein bisschen. Da gehen wir jetzt natürlich hier im Crit natürlich sehr, sehr nice. Auf jeden Fall nach oben. Auch von der Verderbnis ist das Ganze gar nicht so schlimm. Die würde ich auch gar nicht läutern, die Waffe. Die würde ich halt einfach so beibehalten. Und dann haut das Ding hier auch einfach schon rein. Da gucken wir dann einfach, dass wir hier einfach gucken, dass wir irgendwo noch ein bisschen mehr Tempo rausholen. Das sollte aber auch nicht das Problem sein, theoretisch gesehen. Haben wir hier auch noch die Möglichkeit, dass wir hier irgendwo bestimmt ein bisschen mehr Tempo rausziehen können, auf alle Fälle. Wir können erstmal hier die Hose anziehen, die hatte ich nämlich gestern schon erworben. Wenn wir die jetzt schon mal anziehen, ne, dann sind wir jetzt auch schon mal bei ein bisschen weniger Crit kurzzeitig, aber wir können dann, wie gesagt, noch einen Sockel reinschmeißen. Heißt, wir erhöhen hier auf jeden Fall auch nochmal den Crit derbe. Ja, das ist schon mal richtig lecker, Schmecker, du. Also das schmeckt mir wirklich sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken, dass wir ein bisschen, ja, trotz alledem natürlich unser Tempo weiterhin irgendwie erhöhen. Jetzt gucke ich hier einfach mal rein, was habe ich denn hier noch zur Auswahl an Items hier, ne? Wir haben jetzt hier, wie viel Tempo? 98 Tempo. Ja, das wird natürlich richtig, richtig tricky. Ja, da muss man jetzt halt schon echt gucken, ne? Wir können jetzt hier sagen, die Hände könnten wir nochmal wechseln, theoretisch. Hier haben wir... Genau, das sind die Tank-Schuhe, da ist Tempo Mastery drauf, hier ist natürlich richtig viel Crit drauf. Na, aber wir wollen natürlich dementsprechend gucken, dass wir viel Tempo natürlich beibehalten, so um die 20% erstmal. Dementsprechend suche ich jetzt mal was raus. Ich würde nämlich gerne eine Kombi probieren, dass wir sagen, wo habe ich da meine 470er Hände, Digga. Ja, läuft ja gar nicht bei mir. Ich habe irgendwie meine 470er Handschuhe weggerippt. WTF. Okay, ich habe aus Versehen anscheinend meine 470er Handschuhe kaputt gemacht. Das ist natürlich richtig, richtig traurig. Richtig traurig, Leute. Weil ich sehe das gerade, dass ich einfach meine 470er Hände gerippt habe. Naja, dann würde ich mal gucken, dass wir einfach mal hier die anziehen. Ja. Und dass wir dann einfach mal gucken, dass wir hier vielleicht so... Naja, da kommen wir auch nicht wirklich... Ja, da haben wir zwar immer noch die Twilight, ne? Wir können jetzt nochmal Tempo sockeln. Na, da geht uns trotzdem aber einiges an Crit hier einfach flöten, gerade wenn ich das so richtig sehe. Ne? Wir sind jetzt hier einfach bei... Ja, da müsste ich dann nochmal genauer nachgucken. Aber wir können auf jeden Fall nochmal runterfliegen gemeinsam und gucken, ob wir nun... Ach ne, hier sind sie doch, die besten Slothände noch. Perfekt. Dann fliegen wir mal rüber und gucken nochmal. Wir haben nämlich noch genug Titanresidium. Ob wir nun mit dem Worry wenigstens dem Best im Slothelm... ziehen oder nicht, das wäre dann meiner Meinung nach einfach ja die beste Variante natürlich. Wenn wir den noch ziehen würden, wäre das einfach verdammt fucking geil. Ja, dann können wir einfach mal gucken, wenn wir jetzt die Hände hier anziehen, haben wir nämlich noch 20% Tempo. Ja. Wir sind immer noch bei 36% Crit, das ist natürlich ein schöner Schmaus. Ja, das schmeckt mir sehr, sehr gut. Aber dadurch, dass wenn ich jetzt die 445er Schuh anziehe, dann müsste ich dann glaube ich auch Crit wieder sockeln. Ja. Das heißt dann halt auch da geht natürlich wieder ein bisschen was flöten. Ja.
So. Wir könnten natürlich auch einfach mal hier so Tempo-Dings anziehen. Ja, wir können einfach mal hier die Schuhe anziehen. Jetzt haben wir ein und jetzt haben wir 20 und Tempo. Ja, wenn ich jetzt die Hose... Jetzt sind wir aber bei 33 Crit nur noch. Ja, das schmeckt mir natürlich so mal gar nicht. Ja, aber wenn wir gleich sockeln, sollte das wieder gehen. So. Gehen wir hin und hoffen hier einfach, dass wir jetzt den besten Slothelm ziehen, denn der beste Slothelm wäre hier einfach Großhelm des verdorbenen Pfades. Einfach kalter Stahl, heißes Blut in der ersten, im ersten Trade drin, direkt ungezügelte Wildheit im zweiten Trade. Mit dem dritten Trade würden wir dann hier auf Hör meinen Ruf ansetzen. Und ja, und am letzten heilender Schutz, das wäre so der absolute Bisskopf hier einfach, den man hier einfach wirklich draus ziehen kann. In den meisten Fällen leider gar kein Glück, was das Ganze angeht. So, wir ziehen hier raus. Ja, ne, wir ziehen hier einfach mal wieder einen Helm raus, den man absolut nicht verwenden kann. Ne, also Waffenkrieger-mäßig wäre der schon sehr in Ordnung für den Waffenkrieger auf jeden Fall. Ne. Wir hatten hier einfach Machtprobe drin, wir haben hier überwältigende Kraft drin. Wir haben hier Gunst der Stunde drin, beispielsweise sogar die seismische Welle. Sogar fürs Tanken, naja, fürs Tanken wäre da auch nichts. Ne. Da wäre eher sowas in dem Bereich des Armswobbys, wäre der relativ gut. Für den Furikrieger ist der halt einfach auch wieder Shit. Heißt, auch hier geht uns natürlich wieder ein bisschen was durch die Lappen. Ne? Aber dann gehen wir nochmal hin und gucken doch noch einfach mal gemeinsam, wenn wir jetzt nochmal, wie gesagt, nochmal richtig mit Crit reinholzen, wie wir da einfach rumkommen. Wie gesagt, wir brauchen natürlich relativ viel Crit. Das ist hier einfach so das Grundproblem, was wir hier einfach haben, theoretisch. Und wir können hier natürlich gucken, dass wir hier jetzt zum Beispiel wie Handgelenke nehmen, wo wir relativ viel Crit rausziehen. Na, wir könnten jetzt zum Beispiel einfach mal auf die hier umsockeln. Theoretisch, da geht jetzt, wenn wir die jetzt einfach anziehen, ne, da holen wir richtig Crit noch raus, nebenbei sogar. Bleiben relativ sogar bei 20 Tempo, was mir hier einfach mega gut schmeckt, muss man ganz, ganz klar sagen. Ja, wenn wir dann natürlich noch hier gucken, ne, wir haben jetzt 131 Crit. Ah, da geht bestimmt noch ein bisschen mehr. Was haben wir da drauf? Vielseitigkeit, ne? Da können wir theoretisch hier den hier noch nehmen, ne? Da schmeckt uns das dann auch mit dem Tempo eigentlich ganz gut, weil so viel Crit geht da gar nicht. Flöten 131 zu 118, ne? Wenn wir ja jetzt gleich noch einen schönen fetten Crit-Sockel reinmachen, sind wir da auch mit dem Crit-Wert eigentlich, stehen wir da relativ gut da. Würde ich jetzt hier einfach mal meinen. Ja, schmeckt mir ja auf jeden Fall, ne? Aber das schmeckt mir wirklich ganz gut, so was wir da jetzt rausgezogen haben an der Waffe. Ja, das ist schon ein geiler Augenschmaus, so, auf alle Fälle. Ja, wenn wir jetzt hier gucken, 125 Crit hätten wir hier noch drauf, hier hätten wir 142. Ja, hier können wir natürlich richtig nochmal viel Crit rausholen, ne? Wie viel verlieren wir jetzt? Ja, da kommt auf jeden Fall, ne? Nimmt mal ordentlich was raus. Da muss man immer so ein bisschen experimentieren. So, wir nehmen erstmal einen Edelstein, ne? Wir gehen natürlich immer voll auf Crit, da suchen wir uns den 50er raus hier. So, dann einmal die schnelle Navi, ne? Heute wird es ein bisschen länger, meine lieben Freunde. Ja, aber dafür, ne, da erlebt er mal einfach mit, wie das Ganze immer so abläuft hinter den Kulissen, wenn ich immer im Rumballern bin und nicht weiß wirklich, ja, ne, wie willst du, wie, wo, was machen, ne, um wirklich deine Werte natürlich hier einfach wirklich zu behalten. Der Kundendienst, der hat mich da auch angeschrieben, ja, der wollte natürlich auch, ne, dass ich ja, mich da melde, ne, bezüglich meiner Itemherstellung. So, das schmeckt mir ganz gut mit dem Ding auf alle Fälle. So, ja, jetzt haben wir hier natürlich fast 35 Crit, ne? Das ist schon ganz lecker, ne? Aber da geht natürlich eigentlich noch ein bisschen mehr. Ja, wir müssen halt immer so ein bisschen das Tempo im Auge behalten. 20 ist hier, also 19 finde ich hier schon relativ wenig. Ja, da müssen wir mal so ein bisschen gucken, dass wir nicht zu viel Crit natürlich verlieren. Denn Crit overall, aber trotzdem ist hier auch Tempo einfach extrem wichtig. Ja, wir hätten jetzt ja halt die Wahl. Ich hatte noch irgendwo eine andere Hose. Wo haben wir sie? Genau hier die, ne, die hat eigentlich, ne, da geht auch Crit gar nicht so weit runter. Da haben wir jetzt natürlich schön Tempo, ne, da sind wir bei 34 und jetzt haben wir hier, ne, da geht natürlich ein kleines bisschen der Crit-Wert runter, aber gar nicht so viel. Dafür haben wir hier ein bisschen mehr Tempo. Damit spielt sich das Ganze auf jeden Fall meiner Meinung nach so schon mal sehr flüssig. Ne, hier, wie gesagt, ne, dann kann man immer mal ein bisschen gucken, ja, dass man halt auf jeden Fall so tempomäßig immer gut was mitnimmt. Wie gesagt, an sich müsste aber auch, dass sich aufs Ausgehen, wenn wir hier einfach, ne, mit 20% Tempo nehmen
und so. Ne? Da müssen wir mal ein bisschen gucken, ne? Ein bisschen experimentieren. Aber das sieht auf jeden Fall so schon mal verdammt nice aus. Also ich auf jeden Fall freue mich mega. Wie gesagt, eine super geile Corruption mit drauf. So, die können wir jetzt halt einfach dauerhaft mitnehmen. Wir haben die noch auf dem Gürtel. Theoretisch können wir die auch noch auf dem Gürtel draufpacken. Aber dann haben wir ja einfach, ne, 60 Corruption aktiv. Das wollen wir natürlich nicht. So, dann machen wir noch die Waffe hier. Und dann geht es auch schon weiter einfach auf den nächsten Char. Und dann gucken wir einfach mal, ja, wie hat sich denn die anderen Chars hier einfach geschlagen? Hatten die Glück oder hatten die halt Pech? Ne? Das ist dann immer so die Frage der Fragen. So, dann locken wir einmal um und gucken einfach mal auf dem Twinkrieger, ob der mehr Glück hatte oder nicht. So, dann gucken wir mal bei der lieben Miley, ob die denn hier auch nochmal richtig schön Glück hatte, was einfach die Weekly Chest angeht. Der erste Krieger hatte hier natürlich Glück, eine schöne Hose, natürlich auch wieder mit Corruption. Mega, mega nice. Ne? Corruption ist so absolut mein Ding. Ne? Hier haben wir einfach eine Shithose an. Hier kriegen wir jetzt Crit Mastery, richtig, richtig geil. Was haben wir hier einfach? Unbeschreibliche Wahrheit. Nochmal 30 Corruption drauf. Ja, das passt mir natürlich nicht, ne? Was haben wir hier? Eure Zauberfähigkeit, nochmal eine Chance, eure unbeschreibliche, ne? Die Ablenkzeit zu reduzieren, ist aber mir völlig egal. Ne? Aber auch mega nice. Crit drauf, einfach Bombe, ne? Da können wir den Crit der Kleinen auch nochmal ein bisschen erhöhen. 33 Crit, das schmeckt mir. 31 Meisterschaft und natürlich Tempo. Wie gesagt, das wird dann natürlich geläutert. Aber ansonsten schmeckt mir das mit der Dame hier auch. Ne? Was haben wir hier für einen Key rausbekommen? 10er Teil der Saar, schmeckt mir sowieso. Ne? Mega, mega nice. Was soll ich dazu sagen? Schon von 4 Chars, die jetzt die Kiste aufgemacht haben, haben 2 einfach richtig geile Sachen rausgezogen. Mega, mega nice. Nun gehen wir weiter. Gucken mal bei unserem Parler-Tank, ob der auch noch richtig krass Glück hatte, was hier die Weekly-Chest einfach angeht, meine lieben Freunde. So, ne, dann würde ich einfach mal sagen, werfen wir doch auch mal einen Blick hier gleich mit unserem Parler rein. Ob der denn auch noch guten Loot zieht, der sollte auf jeden Fall was Geiles rausbekommen, ne. Der hatte jetzt schon mal, ja, ne, auf jeden Fall Handgelenke, ne, da... Die passt mir, ne? Das schmeckt eigentlich bestimmt ganz gut, ne? Ja, von der Gegenstandsstufe sowieso mal abgesehen. Jetzt mal gucken auf die Corruption. Ja, ne? Der hat halt 35 Ding, ne? Das geht eigentlich, ne? Vielseitigkeit ist nicht verkehrt, ne? Für einen Tank. Mastery ist eigentlich auch immer ein schöner Wert. Mit Tempo wäre das mir ein bisschen lieber gewesen. Ist jetzt auch nicht schlecht, ne? Also ich sag mal, ne, geht ein kleines bisschen das Tempo runter, ne? Erhöht aber ein bisschen die Vielseitigkeit. Heißt, durch die Vielseitigkeit bekommen wir dann sowieso ein bisschen Schaden. Aber einfach nur 6%. Ne? Das ist jetzt nicht mega krass. Aber, ne, da haben wir hier nochmal tödlicher Schwungrang 3, ne? Das heißt, wir bekommen hier einfach nochmal einen schönen Crit-Buff. Können dann einfach nochmal ein bisschen stärker was austeilen. Ist jetzt nicht mega krass, aber auf jeden Fall auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, das ist jetzt irgendwie absoluter Bullshit. Ja, wir können auf jeden Fall mal, wir haben jetzt hier 300 von den Echos, wir können auch mal runtergehen mit ihm, mal gucken, ob er dann wenigstens hier für die 445er Teile ein kleines Upgrade bekommt, der gute Parler noch. Ich denke mal, auch da könnte der vielleicht ein bisschen mehr Glück haben, was das Ganze hier einfach angeht. Na, da würde ich einfach mal sagen, fliegen wir einmal runter, ne, und gucken wir einfach mal. Werfen wir einfach mal noch so einen gechillten Blick auf jeden Fall drauf. Ja, wie gesagt, klar, ne, die Essenzen sind hier jetzt nicht mega cool bei ihm leider, na, weil er auch gerade erst wieder so ein bisschen angefangen hat. Aber, ne, da freut sich, jetzt kann er die dritte wenigstens reinmachen, die dritte Essenz. Und dann werden wir einfach gleich mal, ja, für 190 von den Titanresidium dementsprechend die schlechtesten Items kaufen. Das heißt, die Schultern werden wir auf jeden Fall neue erwerben, um zu gucken, dass wir da nochmal diesen Dings hier bekommen. Ganz genau, hier Bollwerk des Lichts. Ne? Das wäre natürlich nochmal mega nice, da nochmal Schultern zu ziehen, wo einfach Bollwerk des Lichts drauf ist. Und dass wir den inspirierenden Tatendrang hier natürlich auch noch mit rausziehen. Ich sag mal, wie gesagt, die Schultern sind nicht schlecht. Das ist mehr so ein bisschen was für den Damage Boost. Ne? Das ist jetzt nichts für den wirklichen Tank. Ne? Hier können wir sogar theoretisch Anima von Leben und Tod. Rang 4 können wir sogar hier erwerben. Hier ist die fokussierte Iris auf. Rang 4 können wir hier sogar erwerben. Das ist ja eigentlich völlig so. Was wollten wir jetzt haben? Ne? Wir wollten einmal eine Schulter mitnehmen. So, da kaufen wir uns einmal, da gönnen wir uns einfach mal hier eine fette Schulter. Ne? Machen wir einfach mal auf, gucken wir drauf. Ne? Bollwerk des Lichts, inspirierender Tatendrang ist hier mit drauf. Das ist einfach nice. Die wird direkt angezogen. Die hat hier einfach schon mal mega geile Traits einfach drauf. Bombastisch, perfekt, ne, da hat man gleich, da lacht das Herz einfach, Leute, ne, die ganze Zeit hat man einfach mega schlechten Loot und jetzt auf einmal zieht schon mal zum dritten Mal einfach
kommt der Loot hier einfach richtig gut rüber. Bollwerk des Lichts rein, macht den Parlor-Tank hier einfach wesentlich angenehmer. Hier Elementarwirbel mit rein, sorgt einfach dafür, dass wir nochmal ein bisschen Schaden erhöhen. Dann nehmen wir hier das mit, dass wir einfach Gottes Schild nochmal, wie gesagt, einen Verbündeten nebenbei nochmal ein Schild gibt, weil das hier dieses Auti-Dings hier, Auti-Kaki da, das kannst du outen, Alter. Das kannst du wegschmeißen. So. Ja, Königsruhe ist hier auch nicht wirklich schlecht, ne? So. Ja, dann würde ich schon fast sagen, da würde ich schon fast auf den Helm gehen. Das wird einfach nochmal einen neuen Kopf grippen. So. Wenn wir jetzt noch Glück haben und der Kopf geil ist, wäre nice. Bollwerk des Lichts, Segen, das Schild auf jeden Fall, überwältigende Kraft, mega, mega geil. Ja, dann hier auf jeden Fall nochmal teilnahmloses Antlitz, best. Was haben wir, Leute, ne? Mega nice. Heute ist schon eigentlich zum dritten Mal, muss man sagen, der Main Worry einfach mit dem Helm nicht so ganz Glück gehabt, aber Waffe mega geil. Der Twin-Krieger gerade einfach mega Luck gehabt, auf alle Fälle, ne? Also mega cool. Also da kann man eigentlich sich schon gar nicht beschweren. Also man sollte sich da auch wirklich nicht beschweren, ne? Wir können jetzt das hier nehmen, ne? Das macht einfach Big Single Target, ne? Wir können aber auch hier auch nochmal nehmen, ne? Dass wir hier einfach unsere Mastery nochmal mit erhöhen oder halt hier, ne? Wenn eure prozentuale Gesundheit, die mir das Ziel jetzt übersteigt, verursacht Richturteil mehr Schaden, ne? Das wäre eigentlich auch ganz optional, gar nicht so schlecht, aber wir erhöhen hier einfach mal ein bisschen, ja, immer noch mal ein bisschen die Mastery, das ist einfach schon ein bisschen cooler. So, dann haben wir hier auf jeden Fall überwältigende Kraft, was ich einfach liebe, nochmal schön Tempo rausholen, während des Fights, da ich sowieso weniger Tempo habe hier, ne? Pro Gegner, dem wir Schaden zugefügt haben, der dann einfach verreckt, kriegen wir auf jeden Fall noch einmal, wie gesagt, dann... Wieder, ne? Oder was war das? Genau, Schaden. Ja, wenn ihr Schaden erleidet, werdet ihr um 8000 halt geheilt alle 6 Sekunden. Das war auch schon das mit der Vampir-Dings, war das? Perfekt. Aber auch hier muss ich ganz klar sagen, ja, auch für den Paladin hat sich das Ganze hier auf jeden Fall gelohnt. Ne? Er hat auch mega Glück gehabt. Jetzt noch der Hunter und die Welt sieht schon richtig geil aus, wenn der Hunter auch noch Glück hat. Gucken wir doch einfach mal drauf. Und zu guter Letzt noch einen Blick werfen wir hier auch mit dem Hunter nochmal in die Weekly Chest rein. Was zieht er, was haben... Twinkles braucht ich so oder so noch. Da hatte ich eigentlich eh nur so absolute Scheiß-Twinkles, ne? Das ist eigentlich auch nochmal ganz geil. Ist jetzt nicht das mega krasse Twinket, aber das ist auf jeden Fall auch nochmal ein Twinket, wo ich sage, ne, das schmeckt mir auf jeden Fall. Da würde ich dann schon fast sagen, dass wir hier einfach dieses Twinket rausnehmen, was hier einfach mit Usen ist. Das ist einfach Bullshit. Ja, das nehmen wir hier einfach raus, ne? Das hier ist nochmal ganz gut, ne? Auf jeden Fall hat hier einfach auch der Motherfucking Hunter auch nochmal Glück gehabt. Was hat er für ein Key rausbekommen? 7 Nahteil, das sah easy für ihn, das schmeckt ihm. Ebenfalls noch einmal runterfliegen, würde ich sagen. Und dann, hey, also heute haben wir ja hier richtig Glück, Leute. Also ich bin ja mal mega happy, ne? Also es ist eher selten, dass ich sage, mein Loot ist einfach mega geil. Aber 4-mal eigentlich relativ geilen Loot gezogen, ist schon Bombe und schmeckt mir. Jetzt müssen wir einfach nur noch mal gucken. Ja, was haben wir denn hier, ne? Also wir können die Schultern oder den Kopf, ne? Der Kopf ist natürlich schon sehr, sehr nice, ne? Der schmeckt mir eigentlich sehr, sehr gut. Die Brust schmeckt mir nicht ganz so, ne? Da könnte man gucken, ob wir da was haben, wo vielleicht Urinstinkte mit drauf ist und Totentanz anderweitig noch in einem anderen Ring drinne ist. Aber ansonsten muss ich sagen, ja, das schmeckt mir soweit für den Anfang auf jeden Fall, ne? Macht nochmal ein bisschen Schaden. Und so sind jetzt nicht die besten Twinkets, die Würfel und so wäre schon ganz gut. Aber wie gesagt, ne, das Twinket hier, was ich einfach zünden musste, ging mir halt eh einfach auf die Nerven, weil es halt einfach nicht so mega krass ist. Ne? So, jetzt können wir mal gucken, können wir theoretisch gesehen eine Brust überhaupt erwerben, die gut genug ist. Da kann man nämlich hier hinten einfach gucken, hier können wir gucken, ne, da ist jetzt nichts Schönes drauf. Ne, hier haben wir Urinstinkte direkt drauf, ne, die ist jetzt auch nicht mega geil. Totentanz hier, die wäre auch nicht so mega geil. Ah, die wäre jetzt auch nicht so mega krass. Die Brust ebenfalls nicht und die Brust auf jeden Fall auch nicht. Heißt also, von der Brustplatte her gibt es da eigentlich nichts, was mich jetzt ansprechen würde. Da können wir jetzt natürlich auf den Kopf nochmal gucken, wobei im Kopf das Problem natürlich ist, hier einfach, na, wir haben hier schnell Nachladen drin und den Totentanz, den brauchen wir halt einfach. Das heißt halt einfach, wir können hier auf alle Fälle noch nichts erwerben. Weil hier ist Totentanz drauf, zweiter Ring ist halt einfach nichts Gutes drauf. Hier ist Totentanz und Urinstinkte direkt oben drin. Das heißt einfach, das wäre jetzt halt einfach die Brust, die wir halt ja sowieso dann schon hätten. Ja, hier ist auch nichts von den Trades her, sieht es auch nicht besonders gut aus. Hier sieht es halt auch nicht besonders aus. Ebenfalls nicht, ja, und ebenfalls auch hier
sieht es von den Trades her einfach nicht besonders aus. Heißt, wir sparen das einfach und erwerben dann irgendwas Höheres. Auf jeden Fall muss ich ganz, ganz klar sagen, hier, es hat sich die Woche auf jeden Fall die Weekly Chest mit allen Chars gelohnt. Und nun würde ich einfach mal sagen, ne? Hoffe ich auf jeden Fall, ihr hattet die Woche auch was Gutes in eurer Weekly Chest drin. Ich drücke euch da auf jeden Fall noch die Daumen, falls ihr das Video sehen solltet, bevor ihr eure Weekly Chest aufgemacht habt. Drücke ich euch die Daumen, dass ihr was Gutes in der Weekly Chest habt, Leute. Hier, ich drücke euch die Daumen ohne Ende, meine Freunde. Schreibt es mir einfach in die Kommentare, war es bei euch was Gutes, war es bei euch was Schlechtes. Würde mich hier einfach mal interessieren, wie sah euer Loot für die Woche aus? Einfach mal reinschreiben, ne? Auch wenn es mal nicht so gut lief. Ne? Die ganze Zeit lief es bei meinen Chars auch nicht gut. Jetzt viermal eigentlich mega gutes Glück gehabt. Freut mich persönlich natürlich. Ich bin da einfach sehr, sehr tiefenentspannt gerade und echt erfreut. Ansonsten, wie gesagt, einfach reinschreiben. Wenn das Video euch wieder gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Dann weiß ich, dass es euch gefallen hat. Ist heute etwas länger geworden, dafür ein bisschen ausführlicher auch mit Stat verteilen und gucken. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr von mir gar nichts mehr verpassen möchtet, so könnt ihr jederzeit gerne unten rechts einmal auf Abonnieren drücken. Ich bin jetzt auf jeden Fall raus. Haut da rein, euer Brocken.